Ja, mein Name ist Michael Vogtländer. Ich leite hier im Institut der Deutschen Wirtschaft Köln das Kompetenzfeld Immobilienökonomik. Im Kompetenzfeld Immobilienökonomik arbeiten wir mit insgesamt 5 Wissenschaftlern an allen Themen rund um den Immobilienmarkt, die einen volkswirtschaftlichen Bezug haben. Das heißt, wir analysieren unter anderem, wie das Wechselspiel zwischen Finanzmärkten, Immobilienmärkten oder und der Gesamtwirtschaft ist. Und wir analysieren beispielsweise, wie sich der demografische Wandel auf die Immobilienmärkte auswirkt oder welche Anreize gesetzt werden müssen, damit wir tatsächlich die Themen Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit übereinbringen. Ich bin seit 2005 hier im Institut und habe außerdem noch eine Honorarprofessur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.